da stehen wir jetzt. Die Metapher und das Trüffelschwein mit unseren beiden. Wie soll ich sagen, traurigen Geschichten und zwischen uns ein Spalt. Da führt nichts drüber. Und das obwohl, ich mag dich doch. Ich hab dich doch gemocht. Ich auch. Ein Treppenlift, das wird mir voll und ganz genügen. Nur ein Treppenlift statt einer Nachsicht. Vielen Dank. So, ich bin soweit, ich war am Klo. Das freut man alles gar nicht wissen, Papa. Jetzt ehrlich, von allen Menschen auf der Welt bist du der Letzte, mit dem ich hier gerechnet hätte. Ja, danke ebenfalls. Tja, man weiß nur vorher nicht, wer reinkommt, wenn das Fenster, wenn die Tür sich öffnet. Es gibt auch ungebetene Gäste, das zuhauf. Noch da? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, du hast bestimmt Reis ausgenommen. Ich hätte es verstanden. Naja, du bist ja auch noch da. Beruflich also ist das hier. Verstehe. Na gut, dann weiß ich das. Beruflich und privat. Ja, was jetzt? Beides. Manchmal ist das beides. Ach, spricht ja sehr für euch. Für euer Blatt. Erschütternd, dass es für das Leben, wie es ist, nicht bessere Gründe gibt. Es gibt ja eine Krankheit, Alfred, scheiß auf Schreiben. Wenn du schon dieses Haus betrittst, die Schwester fickst, verbrenn dir nicht die Finger und stürzt dich in kein Elend, das du selbst vielleicht noch gar nicht kennst. Bald lauf ich wieder jetzt! Lass ich mich kurz gehen, ein bisschen, und dann lauf ich wieder! Hast du das kapiert? Wie lange, glaubst du, driften wir noch auseinander, bis wir uns nicht mehr hören können, wenn wir sprechen? Vor dieser Stille habe ich Angst. Ein Witz bist du für die. Das ist erbärmlich, Egon. Thomas? Du? Ich glaube. Scheiße. Es geht los. Okay. Dann